Herzlich willkommen zu Folge 7 von Die Sims 4. Diesmal endlich mal mit Kingston im Bild in der ersten Einstellung. Sonst war es ja immer Dante oder das Haus. Aber diesmal ist es Kingston, weil diese Folge soll eine Kingston-Folge werden, wenn er nicht arbeiten müsste. Das macht das Ganze vielleicht ein bisschen problematisch. Aber ich versuche, eine Kingston-Folge da draus zu machen. Und ich sehe schon aus dem Augenwinkel. Und hinter Kingston ist eine holde Maid, die angesprochen werden möchte, weil diese kenne ich noch nicht. Und es handelt sich um Holly Weindahl. Kenne ich nicht. So, ich stelle mich mal freundlich vor, weil ich bin ein freundlicher kleiner Mann. So, ich gucke noch mal kurz, was hier unser Dante macht. Dante muss schlafen. Ja, diesmal kann er nicht die Nacht durchmachen. Er muss tief und fest schlafen. Er schläft alleine, weil ich nehme mal an, dass Dante mal eine Frau kriegt, so wie der ankommt. Das wage ich mal fast zu bezweifeln. Kingston, der Romantiker, hat auch nicht viel Energie. Darum schnell reden und schnell reden und handeln. So, hallo, gute Frau, wo sind Sie hin? Da sind Sie ja. Oh. Fimpy. Kingston und Holly kennen sich noch nicht. Dann wird es Zeit. Du hast aber schon ein bisschen komisches Gesicht, gute Frau. Aber einen hübschen Hut und so Stiefel. So, was kann ich denn jetzt machen? Eine Rose anbieten? Jetzt schon? Das wäre ein bisschen voreilig, oder? Sind wir ein bisschen Romantik? Machen wir mal Kompliment über Aussehen. Das kommt, glaube ich, gut an. So, mitten auf der Straße. Ich würde dich ja nach Hause einladen, aber dafür ist es noch ein wenig früh. Oh, Sambo. So, jetzt biete ich mal eine Rose an. Der alte Romantiker, der Schlawiner, der tut nicht gut. Oh, find sie gut. Oh, wieso fühlt sich denn Kingston unwohl? Ach so, weil er müde ist. Ja, dann wird es jetzt ein bisschen schwierig. Küsst der Hahn, schöne Frau. Und ich frage mal, ob es im Single ist. Das wäre nämlich auch noch ganz gut zu wissen. Ah, okay, das will sie nicht so gerne. Da war ich wohl ein bisschen zu aufdringlich, denn ist die Single-Frage vielleicht auch nicht gerade das Beste. Ah, aber die gute Frau ist Single, das ist gut. Selbstironisch scherzen. So, ich will aber mit Katharina flirten. So, Kingston, du gehst auch ins Bett, du musst nämlich bald zur Arbeit. Da muss er ausgeruht sein. Zumindest wäre es schön. Gute Frau, ich verabschiede mich bei ihm. Auf Wiedersehen sagen. Ja, das lief nicht ganz so schön. Kingston, das hast du schon mal besser gekonnt. Ach, aber guck mal. Da trottet er hinfort. Mach ich mal einen Screenshot. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder und der Kingston trottet immer noch ganz geknickt davon. Ja, das war auch nicht gut, dass ich einfach so mit der Tür ins Haus fallen wollte. Keine gute Idee, da war ich wieder ein bisschen zu voreilig. Aber du wirst es schon überstehen. Jetzt schläfst du erstmal ein bisschen, gehst ins Bett und dann muss ich wohl oder übel wieder ein bisschen mit Dante spielen. Aber was mache ich mit Dante? Ich gehe mit Dante mal in die Muckibude. Das ist mal was anderes. So, gute Nacht, kleiner Mann. Gute Nacht. So, und jetzt wird geschlafen und was Schönes geträumt. Tja, also bleibt mir nichts anderes übrig. Der Kingston muss zur Arbeit am nächsten Morgen, darum kann ich mit dem nicht so viel machen. Wieso wacht denn der jetzt auf? Ah, pinkeln musste. Denn geh ganz schnell. Okay, er geht selbstständig. Kingston muss in circa einer Stunde bei der Arbeit sein. Er ist auch noch gar nicht genug ausgeruht. Oh, das war nötig. Oh, Dante, das war bitter nötig. Oh, okay. Ja, da kommen die Fliegen. Es sollte mal gespült werden, eventuell. Oder liegt das nur, weil er so dringend musste? Weil er hat einen Pups gelassen und schon waren die Fliegen da. Oh ja, es muss mal, glaube ich, gespült und gesäubert werden. Komm, Junge, dann hast du was zu tun. Oh, das ist nicht schön. Das ist, weiß Gott, nicht schön. So, der gute Mann schläft noch, aber müsste auch bald aufstehen. Du musst bald los. Da muss ich noch ein Happen essen vorher.
Komm, Junge, steh auf. Aufstehen. Essen. Ja, ich weiß, unwohl. Nee, ist keine Zeit, dir was zu machen. Eine schnelle Mahlzeit. Komm, leckeren Joghurt. Venus hat auch gleich das Bett gemacht. Der ist schon sehr ordentlich. So ein Dateplan. Mit wem kann ich denn Date planen? Mit wem kannst du denn ganz gut? Außer mit deinem Bruder. Mit keinem. Das ist nicht gut. Am besten noch mit Katrina. Ja, Katrina Caliente, so hieß sie, glaube ich. Das ist eine gute Idee. So, du gehst auch mal ein Happen essen. Und danach kannst du... Nee, du gehst erstmal duschen. Nicht, dass ihr noch auf die dumme Idee kommt, euch zu unterhalten. Weil der Dante hat's... der Kingston... Entschuldigung, der Kingston hat's doch arg eilig. Oh je. Der Dante will wieder selbst kochen, wenn das mal so eine gute Idee ist. Okay, dieser gute Mann ist glücklich. Er geht glücklich zur Arbeit. Das freut mich. So, wer joggt da? Hallo, wer sind Sie? Geben Sie sich zu erkennen. So, Kingston ist zur Arbeit. Also ist der auch schon wieder weg. Dann bleibt uns wieder der Dante. Er singt gern unter der Dusche. So, dann machst du schnell was zu essen. Und dann... Achso, ja, muss ich noch weiter zubereiten. Was hast du da überhaupt gemacht? Rührei. Gut, Rührei kannst du weitermachen. Und danach gehen wir mal irgendwo hin. Ich weiß noch nicht genau wohin, aber irgendwo hin. Gamma. So, ich muss noch einen Sim. Ich muss mich noch einem Sim vorstellen und 4 Freundschaften schließen und dann bin ich Badass. Dann bin ich mit jedem hier befreundet. Zumindest allen, die wichtig sind für mein Bestreben. Jetzt dusch doch mal schneller. Ich könnte auch Schnellvorlauf machen, aber das finde ich irgendwie nicht cool, das Schnellvorlauf zu machen. Das ist so unpersönlich, das wirkt so gehetzt. Finde ich blöd. Ich merke gerade, ich habe nur einen Kopfhörer drin. Ich muss beide reinstecken, dann höre ich besser. Oh Gott, ich muss hier auch mal sauber machen, wie es aussieht. Ach, weißt du, aufwischen, das kann ein Kingston machen, wenn er nach Hause kommt von der Arbeit, ne? So, kochen Sie schnell. Oh Gott, er ist ein Kochexperte, wie man sieht. Auch nicht hektisch oder so. Oh, das muss auch sauber gemacht werden. Ist er Dreckstall. Oh, Levelaufstieg. Ich habe Level 2 der Kochfähigkeit erreicht. Na, vielleicht kriegt Dante ja doch mal was Gutes hin. Das wäre fetzig. Oh, ich glaube, das Rührei ist ganz gut geworden. Das sieht lecker aus. Dauert 9 Stunden, bis es verdorben ist. Was ist hier? Kann ich hier auch was nehmen? Nee, das ist nur Deko. So, dann essen die gut. Das kann dann alles Kingston nachher wegräumen. So, was... Ah, und er guckt natürlich noch Fernsehen beim Essen. Komm, dann mach wenigstens was Ordentliches an. Kanalwechsel... Oh. Dämpfe. Kingston atmet beim Reinigen des Unterrichtsraums versehentlich Terpentindämpfe ein. Soll er sich als verantwortungsbewusster Angestellter erst einmal ausruhen oder erholen und erholen oder mit Vollgas weiterarbeiten? Das ist fetzig. Das gab es bei Sims 3 nämlich nicht, diese Zufallsereignisse. Die gibt es hier anscheinend wieder. Das finde ich super. Ja, aber was mache ich? Terpentin-Reinigungsspray? Hm? Ja, da kennen wir nichts. Ich ausruhen, weißt du? Es muss was geschafft werden, also Reinigungsspray. Wow, warum steht der Raum denn auf dem Kopf? Kingston wird vor Ende der Schicht fertig. Allerdings glänzt danach die Decke und nicht der Boden. Verstehe ich nicht. Bernala? Naja. So hat mir jetzt, denke ich mal, nicht so viel gebracht. Ich dachte, ich kriege vielleicht eine Belohnung, weil ich einfach mal der Beste bin. Ich bin benommen. Ein benommener Sim fühlt sich nicht ganz sicher auf den Beinen und kann nichts Nützliches tun. Mach ein kurzes Nickerchen oder nehme ein schönes Bad. Ja, das fällt auf der Arbeit ja flach. Na, das ist wird aber schön, wenn er erstmal nach Hause kommt und hier nochmal alles sauber machen muss. Nein, das macht sein Bruder. Komm, mach mal alles hier fein sauber. Da sind wir ja... Kumpel und ein vorbildlicher Bruder. So, da wird gefeudelt und gefeudelt. So, den Herd muss ich noch nicht sauber machen. Der wurde auch noch nicht so viel benutzt. Muss ich die Badewanne mal sauber machen? Nein.
ist noch nicht weiter nötig. Jetzt feuern Sie mal zu, ich habe noch was vor. Ich weiß zwar noch nicht so genau was, aber sehen wir dann. Ich denke mal, ich gucke in die Muckibude, weil der ist ja auch sehr, ne, körperbetont, der gute Dante. So, was möchte ich denn machen hier? Mit jemandem chatten, im Müll wühlen und Freundschaft schließen. Ich denke mal, im Fitnessstudio kann ich gute Freundschaften schließen. Da bin ich unter Gleichgesinnten. So, dann gehe ich jetzt mal ins Fitnessstudio. Dann sehen wir uns gleich wieder im Fitnessstudio. Bis gleich. Und da sind wir im Fitnessstudio angekommen und hier ist ja ordentlich was los. Mein lieber Herr Gesangsverein, wieso ist denn hier so viel los? Als ich das letzte Mal hier war, war nicht so viel los, aber das mag auch daran gelegen haben, dass es mitten in der Nacht war. So, wir haben hier Seth Jones. Wen haben wir hier noch? Wir haben Sandy Brown. Was mache ich denn jetzt? Wisst ihr, ich stehe im Fitnessstudio und tanze nur. Das ist super. Nancy Landgrab. Hi. So, was ist hier oben los? Ich will mal nach oben gucken. Schnipp. Hier oben ist niemand. Sind alle nur unten am Machen und Tun. Dann will ich auch mal irgendwas machen. Womit fange ich denn an? Ich fange mal hiermit an. Komm, ein bisschen Training. Mach es. Dante, mach es. Wer bist denn du? Elena Weber oder Elena? Und wer bist du? Bin ich das? Bin ich das etwa? Ja, da ist der Janu. Okay, alle sind hier am Pumpen. Ja, das hast du ja jetzt nicht lange gemacht, guter Mann. Oh doch, ich bin ganz schön am Schwitzen. Nee, Dante ist ganz schön am Schwitzen. Guck ihn dir an! Oh, und er schwitzt und er... Oh Gott! Also so richtig was auf dem Kasten hat er nicht. Ich werde mich mal ein bisschen unterhalten. Die Frage ist bloß, mit wem? Wie sieht denn die gute Frau aus? Sieht aus wie ein It-Girl. Die muss ich nicht haben. Das ist nicht schön. Wen haben wir hier noch? Oh, hier, der Kackvogel guckt sich hier im Spiegel an. Das ist ganz fein, aber... Oh, wer bist denn du? Hallo. Ich rede mit dir. Holly, ach, das ist schon wieder die Holly. Holly zum Trainieren einladen, komm. Du schwitzt alles voll. Oh, die stinken alle. Das ist nicht schön. So, hast du jetzt genug trainiert? Komm, denn dann boxte mal ein bisschen. Ich will immer noch Holly freundlich vorstellen. Nein, lustig vorstellen. Ich bin ein lustiger Kauz. Und wer bist du? Dina Caliente. Immer diese Calientes. Oh, kann ich draußen auch noch was machen? Was ist denn da? Ach du Scheiße. Das ist das, was ich denke? Nee, ich dachte eben, das ist eine Sonnenbank. War aber nur das Schild für den Laden. Hallo, ich möchte mich gerne vorstellen. Hm. Na gut, dann lassen wir es doch einfach sein und ich trainiere weiter. Kann ich noch trainieren? Ja, da ist noch allerhand drin. So, was mache ich denn? Ich mache mal hier rumblödeln mit dem Janu. Oh, hier, Kill Bill. Oh. Ich dachte, ich muss brechen vor meinem eigenen Gestank. Oh. Der Klopf-Klopf-Witz. Witzig, den gibt's ja auch. Das war kein Klopf-Klopf-Witz. So, was kann ich noch machen? Komm, ich bin mal gemein. Nee, ich bin nicht gemein zum Janu. Ich mache ein bisschen Unfug und lade ihn zu einer falschen Party ein. Mal gucken, ob er da auch kommt. Okay, Junge, du stinkst, ich will nicht mehr. So, aber das nächste Mal, Freunde, wirklich eine Kingston-Folge. Ich verspreche es hoch und heilig. Dann nehme ich mir vielleicht auch mal einen Tag frei mit dem Jungen.
Gott, alle sind ja am Stinken. Ich bin gleich wieder zurück. Und da bin ich wieder, da geht's weiter. Ich habe noch mal ein kleines Bild gemacht, weil es ist nicht so einfach, hier irgendwie coole Preview-Bilder zu finden für die Videos. So, aber hier geht's weiter mit Sport. Sport, Sport, Sport. So, aber viel Sport habe ich letztendlich nicht gemacht, aber ich trainiere immer weiter. Da kann ich mich auch noch ein bisschen weiter mit dem Janno unterhalten. Während des Trainings. Kann ich ihn auch noch irgendwie verarschen? Komm, sind wir mal lustig. Und Witz über Enten erzählen. Hana. Okay, das war jetzt minder witzig, aber sie hatten Spaß. Oh, Levelaufstieg. Dante hat Level 2 der Fähigkeit Fitness erreicht. Das wird ein ganz großer. Frage ich mich jetzt allerdings auch, ob die sich hier wirklich körperlich verändern. Wäre nett. Komm schon, du schaffst das. Also, Kingston hat auch gleich Feierabend. So, aber jetzt habt ihr euch genug unterhalten. Muss ich duschen? Nö, eigentlich nicht. Aber ich gucke trotzdem mal eben, was hier oben so los ist. So, hier duschen sich gerade nur die Mädels. Ah ne, nicht nur die Mädels. Oh, wer bist denn du? Hallo, du bist wer? Nancy? Ach, weißt du, ich unterhalte mich mal mit dir. Oh, wer ist das? Wer ist das? Achso, Joffrey Landgrab. Ich weiß nicht, ob die verwandt sind. Jetzt hör auf, dich mit Janno zu unterhalten. Der ist nicht wichtig. Geh zu dieser Frau. Zu der Nancy. Ach, die Nancy kommt zu uns. Oh, das ist schick. Ja, ja, der Janno stinkt. Das ist normal. So, über Fitnesstechniken reden. Ja, so richtig doll sieht die aber auch nicht aus. Die sieht so hochnäsig aus, so versnobbt, wischt. Sigluna. Ja, aber sie verstehen sich anscheinend gut. Ja, sie unterhalten sich ganz emsig und engagiert. Obwohl sie guckt ein bisschen skeptisch, aber das ist wahrscheinlich ihr normaler Blick. Ja, die sieht echt komisch aus, als hätte die irgendwie eine schiefgegangene Botox-Behandlung hinter sich. Oh, wer ist das? Wer ist das? Halt, wer ist das? So, mit der muss ich auch noch reden. So, ich... Oh, ich hab 10? Nee, was ist passiert? Achso, ich weiß es nicht. Ich hab's gerade nicht gesehen. Kingston hat heute 168 Simoleons mit nach Hause gebracht. Hi. Wer bist du? Ich kenne dich noch nicht. Oh, ich bin verspielt. Das ist ja abgefahren. Ach, du bist, glaube ich, eine Nette, oder? Kennenlernen. Lustig zu sein fällt verspielten Sims leicht. Versuche am Mikrofon oder bei anderen Sims ein paar Witze zu üben. Ja, nee, nicht jetzt. Ich bin gerade voll gut drauf. Hey, du. Was? Ich will nicht mit dir plaudern. Stefan ist mir doch völlig egal. Oder ich will mit dieser Person reden. Komm, machst du mal einen koketten Witz. Zoe ist gerade glücklich, das muss ich ausnutzen. Entschuldige mal, was sind das für Klamotten? So, mit wem unterhalte ich mich gerade? Mit Zoe und Stefan. Weißt du, während die sich alle abeseln, bin ich hier nur am Reden. Und tu effektiv nichts. Aber ich werde vielleicht... Ah, ich dachte vielleicht, das wird das Gerät frei, aber nee, doch nicht. So, was macht der Jan gerade? Ist der schon wieder abgezischt? Ich glaube, der Janno ist weg. Oder duscht der gerade? Das hätte er nämlich auch bitter nötig. Ja, der Janno duscht. Oder Mann. Die Duschen sehen aber auch dementsprechend aus. Ist ja furchtbar. Wer ist denn hier für die Hygiene zuständig? Oh, ich will auf das Gerät.
So, und dabei möchte ich mich gerne mit dieser Frau unterhalten. So, Kompliment über Aussehen machen kann nicht schaden. Und dann noch ein bisschen plaudern eventuell? Wie wär's? Hm? Lust, ein bisschen zu plaudern? Na gut, sie unterhält sich mit mir. Das ist ja wirklich nett. Ja, hier kann ich leider keinen guten Screenshot machen. Das wäre ganz cool. Oder kann ich das vielleicht doch? Ich muss mal gucken. Ich probiere ja gerne aus, wenn es um Screenshots geht. Und das kriegt ihr leider jetzt auch in diesem Let's Play mit. Wo bin ich? Ah, da. Oh, da ist eine Wand im Weg. Verdammt. Na gut, ich kann ein bisschen so zoomen. Ich glaube, da kriege ich kein gutes Preview-Bild hin. Obwohl, das wäre ganz fetzig. Ich glaube, wir mögen uns. Das finde ich gut, wir mögen uns. Und das ist auch eine ganz fesche. Wie heißt du nochmal? Zoe Punk. Okay. Oh, es hakt gerade. Ich werde sie jetzt nicht K.O. schlagen. Ich werde sie mal verrückt anfunkeln. Ob das gut oder schlecht ist, das wird sich gleich zeigen. Ah, die stinkt auch. Aber das ist mir jetzt egal, ob sie stinkt oder nicht. Ich versuch's mal Romantik mit Fragen, ob Sim Single ist, weil das ist gut zu wissen. Okay, ist Single. Kann ich das hier noch ein bisschen an die Grenzen gehen? Bin ich schon? Ich werde mal noch ein bisschen Romantik versuchen. Was machen wir denn mal? Ein Anmachspruch. Komm schon, das ist wahrscheinlich zu früh. Damit werde ich es wieder versauen. Oh ja, natürlich werde ich es damit wieder versauen. Ach nun, bitte, Entschuldigung. Das war nicht so gemeint. Ich versuche einfach mal lustig zu sein und einen Polizistenwitz machen. Okay, das finden sie witzig, finde ich gut. Levelaufstieg. Ich habe Level 3 der Comedy-Fähigkeit erreicht. Macht mich schon ein bisschen stolz. Pass mal auf, ich schlag's jetzt mal K.O. Vielleicht steht sie drauf. Okay, ist ziemlich unwahrscheinlich, aber ich versuch's trotzdem mal. Es gibt ja Leute. Okay, sie geht weg. Dann nehme ich das K.O.-Schlagen mal wieder weg. So, ich sollte, glaube ich, duschen. Ja, ich muss duschen. Das mache ich dann nochmal flott oben. Mal sehen, wo geht die gute Frau duschen? Dann gehe ich in die Dusche daneben. So, sie geht hier duschen, dann gehe ich da duschen. Am liebsten wäre es mir natürlich, in die gleiche Dusche mit ihr zu gehen. Nein, aber das ist hier, glaube ich, erst später möglich. Ach, die geht gar nicht duschen. Hör auf jetzt zu rennen, sondern geh duschen, bevor du auch noch anfängst zu müffeln. Ja, jetzt müffel ich. Ich stinke. Wie wahnsinnig. Oh je. Aber ich fühle mich trotzdem noch verspielt. Die Laune hat sich noch nicht wirklich verschlechtert. Bin noch gut drauf. Was will ich machen? Jemanden bedrängen. Na, ob das bei den Leuten so ankommt. Die macht vor den Toiletten tatsächlich Kniestütze, sag ich schon. Verdammt. Wie heißt es nochmal? Nicht Handstand, sondern hier. Liegestütze. Richtig, Liegestütze. Okay, jetzt wird geduscht. Kann ich hier was machen? Nee. So, ich fühle mich frisch. Naja, noch nicht ganz frisch, aber fast frisch. Ich fühle mich beschämt. Wieso bin ich denn jetzt beschämt? Ach, das hält immer nur eine bestimmte Zeit an. Okay, 3 Stunden fühle ich mich etwas doof. Wegen, naja, doofer Bemerkung und so. Dann geht's jetzt wieder nach Hause. Aber ich habe wen kennengelernt. Wie Neues. Das ist fein. So, jetzt ab nach Hause. Und wir sehen uns gleich zurück bei Kingston und bei Dante. Bis, ja, bis gleich. Und da sind wir. Zu Hause bei Kingston und Dante. Kingston ist schon im Bett. Okay, das ist auch nötig.
Kingston ist im Bett, obwohl es ist erst, erst 9:30 und der ist echt schon im Bett. So, was mache ich? Nee, nee, du gehst noch nicht ins Bett, Freundchen. Ach so, vor allen verstecken. Ja, er ist, fühlt sich noch beschämt. Da verkriecht er sich unter die Decke. Der Wicht, der kleine Wicht. So, kann ich hier noch irgendwas machen? Ich glaube, nee, das muss er hier machen, der Kingston. Gut, dann esse ich mal einen Happen. Jetzt mache ich mal was ganz Großartiges. Pass mal auf, zu Abendessen mache ich Fischtacos, Macaroni und Käse oder Grillkäse. Fischtacos. Fischtacos. Bin ich ja mal gespannt, wie das wird. Okay, das war doch wieder ein reines Dante-Video. Beim nächsten Mal hoffe ich wirklich auf ein Kingston-Video. Ja, stimmt, der Kingston hat frei am nächsten Tag. Oh, das ist fein. Na gut, dann gibt's die nächsten Tage mal ordentlich eine ordentliche Portion Kingston. Was war das jetzt für eine Musik? Ach, ich bin selbstsicher. Weswegen? Kompetenter Koch. So, mal gucken, ob er das hinkriegt. Komm, ich weiß, du kannst das. Du bist ein guter Koch. Oder so. Ja, das ging schnell. Einmal flott angebraten, aber sieht nicht schlecht aus. Fischtacos kann er. Jetzt muss es nur noch schmecken. Gut, und mit diesem kleinen Fischgericht verabschiede ich mich auch aus der 7. Folge und hoffe, ich sehe euch in der 8. Folge. In der 8. Folge wieder von Sims 4. Das nächste Mal ganz im Zeichen von unserem Kingston Tomcat. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao.